Ja, Hallöchen. Heute wollen wir ja das beginnen, wo ich gefragt hatte, wer es sehen möchte. Weil ich möchte mir ja ein Positiv erstellen zum Abformen, damit ich mir eine eigene vernünftige Silikonform zum Schluss erstellen kann. Sprich, in dem Thema wird drinne vorkommen. Ich habe ja nun den Rohling schon gegossen in einer Backform. Dazu zeige ich euch dann im Anschluss gleich mal Bilder. Das seht ihr dann sogar, bevor ich die Kamera dichter hole. Zeige euch die Bilder. Hier, das Herz hat eine Größe von, hier oben ist das gut 23 cm und die Höhe, so sind das dahingehend 22 cm und eine Tiefe hat das von 5,5 cm. Also kann man daraus einen schönen Rohling erstellen. In dem Thema wird drinne vorkommen, das Bearbeiten, erstmal eine Grundform herzustellen von der Größe, Höhe und alles. Dann das Schleifen, Polieren natürlich, weil das positiv, wenn das schön glänzend ist, wird auch die Form schön glänzend und alles, was man gießt, dann auch wieder glänzend. Also muss das auch schön poliert werden. Und dann den Abguss davon machen mit Abformsilikon, dann ganz zum Schluss. Also ihr habt hier jetzt ganz viel Informationen, deshalb wird das bestimmt in, ich sag mal, gute 3 lange Videoteile werden es bestimmt werden. Weil heute möchte ich die Grobvorbereitung machen. Jetzt ist es 5 Tage her, wo ich das aus der Form geholt habe. Da ist es noch nicht ganz durchgehärtet. Deswegen schone ich mein Sägeblatt und schone auch den Fräser. Damit ein bisschen, wenn es noch nicht ganz so hart ist. Weil sonst sind die Materialien natürlich, die Arbeitsmaterialien auch relativ schnell stumpf, wenn es härter ist. Ja, was soll ich jetzt dazu großartig sagen? Also, ich habe mir als Vorbereitung erstmal ein weißes Blatt genommen, was größer ist wie das Harzteil, damit ich es abdecken könnte, mir daraus die Grundform erstellen könnte. Aber dazu hole ich euch dann erstmal dichter. Wie ihr seht, ich habe auch Handschuhe hier zu liieren, weil die ziehe ich immer gerne an, damit man sich an diesen scharfen Kanten vom Schrumpfrand nicht schneidet und so. Da ist es immer besser, welche über anzuhaben. Gut, dann würde ich mal sagen, ich zeige euch die Bilder, hole währenddessen die Kamera dichter, damit ihr das vom Nahen besser sehen könnt. Und dann beginnen wir erstmal uns hier eine Grundform anzuzeichnen, weil das Herz ja hier aus der Backform, wie es gekommen ist, relativ unförmig ist. Die hat sich ausgebeult. Hier sind Kugeln drin und alles. Und das soll ja im Endeffekt schön werden. Und das ist eigentlich im Grunde für jeden Gießling, den man nachbehandeln möchte, denn rein informativ hier sehen, so damit man alle Arbeitsgänge bis zum Polieren hin, dann könnte man schon abgeben, aber ich möchte das ja als positiv machen, also verwende ich das weiter, damit ich mir hinterher die Silikonform davon erstellen kann, das nicht immer so bearbeiten müsste, sondern dann einfach das nächste gießen kann und wenn ich es aus der Gießform hole, nur noch dieser Schrumpfrand geschliffen werden müsste. So in etwa möchte ich es machen. Und dazu lade ich euch ein, alle Videos in voller Länge zu gucken, weil ich ja immer Schritt für Schritt erkläre, wie ich das denn mache und alles. Dadurch sind auch meine Videos leider immer relativ lang und werden nicht so gerne geguckt, weil sie so lang sind. Aber ich sage immer, ich erkläre ja alles da drin. Ich brauche nicht zig Videos jetzt machen,
wenn es um Polieren, um in Form bringen, um Schleifen geht, ich vereine das lieber immer in ein Projekt und zeige euch das da. Ich werde mal versuchen, Timezeiten, also die Zeiten, wann was beginnt, unten im Videokommentar zu schreiben, wann das Schleifen beginnt, vorher das Sägen, wann das beginnt, wann das Polieren beginnt, damit ihr auf der Zeitachse immer ein bisschen springen könnt, wenn ihr irgendwas überspringen wollt. Wenn ihr jetzt nicht sehen wollt, wie ich es säge oder so, könnt ihr in der Videobeschreibung gucken, wann kommt jetzt das Schleifen oder ist das schon im nächsten Teil denn drin, weil wie ihr sagt, es wären ungefähr drei Teile. Heute möchte ich es nur in Form bringen, sprich anzeichnen, sägen und fräsen, damit es eine Grundform kriegt. Dann muss das Harz ja auch erst richtig ausgehärtet sein. Das ist bei dem Langzeitharz, sagt man immer so, im Grunde 21 Tage, ist also 3 Wochen, bevor dann geschliffen werden kann und poliert werden kann. Also wird auch, bis ich die Teile alle veröffentlicht habe, ein bisschen Zeit ins Land ziehen. Aber sie kommen nach und nach. Denn ich drehe ja aber immer live und lade denn, wenn ich sage, jetzt ist dieser Teil war abgeschlossen, lade ich den hoch. Ist also werde ich denn morgen, denke ich mal, hochladen, wie ich das angezeichnet habe, ausgesägt habe und gefräst habe. Dann 15, 16 Tage später kann ich dann schleifen und polieren. Das wird dann wohl ein Video sein. Und das Abformen wird dann einen Tag oder 2 Tage später passieren. Also so, damit man sagen kann, Ende März müssten alle Teile online sein und ihr habt das Projekt im Überblick und könnt euch raussuchen, was für euer Projekt gut ist, ob ihr nur das Silikon, also das Abformen sehen wollt, das Schleifen und Polieren sehen wollt oder haltet in Form bringen sehen wollt. Gut, dann legen wir mal los. Ich hole die Kamera hier so ein Stück dichter, damit ihr das auch alles schön sehen könnt. Und dann geht's weiter. Ihr seht gleich die Bilder. Gut. So, jetzt habe ich euch dichter geholt. Die Bilder konntet ihr euch mal angucken. Wie es aussah, wo ich es aus der Form geholt habe, was ich für eine Form verwendet habe, war eigentlich alles zu sehen. Gut, dann nehme ich mir mal erstmal. Ich habe hier ein weißes, stabileres Blatt. Hier ist es von so einer Aufbewahrungsboxen, die Frauchen gekauft hatte. Das Blatt falte ich erstmal mittig. Weil ihr kennt ja diesen Spiegelschnitt, den man ja in der Grundschule, glaube ich, schon gemacht hat damals. Wenn ich jetzt hier ein halbes Herz hinzeichnen würde, würde die andere Hälfte genauso aussehen. Und nach diesem Prinzip gehe ich im Grunde vor. So, jetzt gucken wir mal. Ich lege das mal hier an. Die Herzmitte geht von hier bis hier unten zur Spitze. Und das Äußere vom Herz. Ach, ich drehe das mal um, das ist leichter für euch. Oder ich lege es drunter, kann ich ja auch machen. Ich will das ja nie abmalen, ich will nur Grundmaße haben. Dann legt das mal bis da ran. Grundmaße, die es nicht überschreiten sollte. Jetzt habe ich, hole euch mal so dicht daran, die Spitze. Die Spitze liegt hier unten so weit mittig. Noch ein bisschen ranholen. Reicht mein Kabel so weit? Ja, ne?
Ja, reicht soweit. Also hier die Spitze und da habe ich hier auch die Mitte. So, mal wieder so hinstellen. So, seht ihr das wieder besser. Muss die Kamera mal ein bisschen positionieren, damit ihr das gut sehen könnt. Und dann markiere ich mir jetzt hier bloß mal ganz grob, wie diese Form wäre. Da haben wir das dann so gemacht. Das halbe Herz ist jetzt hier drauf. Und da die Kante ja ausgebeult ist und so, will ich ja innerhalb bleiben. Also gehe ich mal so, mal von hier aus so an. Schönes Herz zeichnen. Nee, das gefällt mir noch nicht. Mein Malen ist natürlich nicht mehr so. Das könnt ihr garantiert besser wie ich. Welche Linie nehmen wir hier? Nehmen wir die äußere, wa? Damit es so schön geschwungen ist. Ja. Die Linie. So. Das schneiden wir jetzt natürlich aus. Beim Schneiden kann man die Linie auch noch ein bisschen verfeinern, damit es keine großen Kanten drin hat. Macht sich aber immer besser, eine größere Schere zu nehmen, damit man saubere Schnitte hinkriegt. Ist besser, als wenn man hier eine kleine Nabelschere oder sowas nehmen würde. Das würde im Endeffekt nicht so schön aussehen. Dann hat man bei den Kanten Füllekugeln und so drin. Und das soll ja wie eine Schablone jetzt wirken. So, diese möchte ich so ein bisschen rund haben, die Mitte, also geht gerade. Jetzt habe ich so meine Linie so halbwegs ausgeschnitten. Hier bin ich so ein bisschen, damit das in der Mitte rund bleibt. Und wenn ich das jetzt aufklappe, habe ich ein gleichmäßiges Herz. Da hätte ich jetzt die Spitze auch leicht schräg machen können oder so, aber ist eigentlich bei mir jetzt nicht so nur ein Zweck der Sache, weil ich ein schönes gleichmäßiges Herz haben möchte. Dann nehme ich mir das Herz, gucke, damit das auch überall passt. Ah, hier müsste ich doch noch ein bisschen wegnehmen, denn die Kanten, hier ist eine Kuhle, hier ist eine Beule, also muss ich das noch ein bisschen hier außen ein bisschen wegnehmen. Sind jetzt so 3-4 mm, die ich da noch weggenommen habe, also fast 1 cm im Gesamten. Ja, so sieht es doch schon mal ganz gut aus. So passt das hier auf. Denn es ist ja nur die Grundform, die wir so haben möchten. So, jetzt nehmen wir ein Edding. Hier wieder schön feste.
So sieht es relativ gut aus. Das, was jetzt hier diese kleine Kante so ist, die auf beiden Seiten ist, das kommt nachher beim Fräsen dann weg. Wenn ihr das, die Schablone besser ausschneiden könnt wie ich, dann könnt ihr das natürlich gleich vernünftig machen. Papier ein bisschen dicker ist, zieht es sich ganz gut mit dem Stift außen an der Kante lang, weil die Linie kommt ja zum Schluss sowieso weg. Das ist ja nur eine Referenzlinie jetzt. So, habe ich überall lang gezeichnet, ich denke mal ja. So, hier oben habe ich jetzt ein bisschen breit gewischt, das ist nicht schlimm, wird ja sowieso neu geschliffen. Aber jetzt habe ich erstmal eine Grundform, die ich haben möchte. So, das wird jetzt dann ausgesägt, zeige ich euch natürlich auch, ich mache das mit der Bandsäge. Ihr könntet mit einem Fuchsschwanz machen, also mit einer Laubsäge könnt ihr das machen. Mit einer Dekupiersäge könnt ihr sägen. Ihr könnt eigentlich mit jeder Säge sägen, mit der ihr auch Holz sägen könnt. Ihr könntet mit jeder Säge machen, mit der ihr auch Metall sägen könnt. Aber bei den feineren Sägen, die Metall sägen können und so, wie jetzt eine Eisensäge, müsst ihr natürlich aufpassen, es dauert ewig. Und weil der Span, der fällt, der ist dann so klein, damit sich das schneller ein bisschen zusetzen kann, denn durch Wärme und so. Ich mache es, wenn wir sagen, mit einem Holzsägeblatt in einer Bandsäge. Aber das zeige ich euch natürlich auch. Grundform ist vorhanden. Jetzt hole ich mir die Bandsäge ran und dann zeige ich euch, wie ich da dran säge. Das lasse ich dann wahrscheinlich ein klein bisschen schneller, oder? Sonst würde zu viel Zeit. Na, also ich probiere mal, so wie ich es machen kann. Also die Grundform ist jetzt schon mal da, die wir haben möchten. Und da jetzt sieht man hier auch, wie die Ausbeulungen hier mehr sind und weniger sind. Damit es nicht so gleichmäßig ist, sieht man jetzt vor allen Dingen ganz gut. Aber so denke ich mal. Würde das ein schönes Herz ergeben, weil ich die Kanten möchte ich ja auch dann noch abrunden mit der Fräse und alles. Also, es wird schon was werden. Davon gehen wir mal ganz stark aus. Und wenn es nicht schön wird, dann seht ihr das so, ja, wenn es mir schief geht. Ja, wenn es bei mir nicht klappt, dann müsst ihr es besser machen. Gut, also jetzt gleich weiter. So, jetzt habe ich mir meine Bandsäge geholt. Ich nutze die Schöppach. Die hat eine Durchlasshöhe von 10 cm. Und so hat so glaube ich auch einen Spielraum von 20 oder mehr Zentimeter. Mal gucken wir mal. Ah, nicht ganz 20. Hier sind wir bei ein bisschen mehr wie 19, 19,5. Zentimeter hat sie da an Durchlassbreite. Ich habe ein schmales Sägeband drin, damit ich die Rundungen auch alle hinkriege. Ich werde da denn den Ton mal ausschalten und die Geschwindigkeit des Sägens ein wenig hochsetzen. Ich denke mal so auf doppelte Geschwindigkeit oder so. Weil das Ganze wird jetzt eine Weile dauern. Wichtig ist aber immer beim Bearbeiten von Harzgemisch eine FFP2-Maske wenigstens zu tragen wegen dem Feinstaub.
Das ist dabei aber immer relativ wichtig. Ich ziehe mir wieder Handschuhe an, und wenn ich jetzt hier nachfasse, mache und tue, das ist immer ein bisschen problematisch, wenn man sich da schneiden kann. Ich habe mir ja auch zum besseren Fühlen hier so einen alten Saugnapf, der war mal von einer Handyhalterung gewesen. Habe ich mir hier so einen älteren Saugnapf, den kann ich mir hier in der Mitte dann auch noch festpinnen und kann es dadurch besser führen, denn ich kann es hiermit sogar hochheben, so hält es. Also, es gibt viele Möglichkeiten. Das werde ich hier heute wahrscheinlich nicht brauchen, aber beim Fräsen zum Halten werde ich jetzt schon brauchen. Naja, das, was jetzt leicht abschrammen würde hier auf dem Sägetisch und so, das schleift man ja hinterher dann sowieso noch. Also, das kommt ja. Jetzt geht es erstmal ums Sägen und da das ein bisschen laut wird, weil wenn ich die jetzt einschalte, schaltet sich auch gleich der Staubsauger an. Und das, denke ich mal, ist ein bisschen zu laut für euch. Deswegen werde ich dann im weiteren Teil erstmal, bis ich fertig gesägt habe oder bis ich was zu erklären habe, erstmal den Ton wegnehmen, damit ihr nicht diese Laute hören müsst. Ersten Teil habe ich den Ton jetzt mal absichtlich angelassen. Ihr habt bestimmt den Knall gehört. So hört es sich an, wenn ein Sägeband reißen tut. Aber meins ist wahrscheinlich nicht gerissen, nur runtergesprungen. Der Nachteil bei so einem großen Objekten ist immer, man merkt nicht wirklich, mit wie viel Druck man rangeht. Ah, scheint nur abgerutscht zu sein von der Welle. Gut, das werde ich jetzt mal machen und dann jetzt weiter. Ah, jetzt habe ich das Band hier rausgenommen und das ist tatsächlich gerissen, wie man sieht. Da bin ich am Überlegen, ob ich nur fräse oder ob ich ein neues Band drin mache. Hab ja nur eins da, aber wenn mir das auch wieder reißt, hängen andere Projekte auch wieder hinten dran. Aber ich nehme das große Band und schneide bloß grob. Gut, dann werde ich mal das breite Band nehmen und nur grob ausschneiden und den Rest dann mit dem Fräser machen. Gut, erstmal Bandwechsel. So, neue Bandsäge. Das Blatt ist drinne. Einstellung ist immer ein bisschen tricky, denn von jedem Band zum anderen Band muss neu eingestellt werden, neu gespannt werden. Aber so ist schon mal so gut. So, Staubsauger anschließen und dann jetzt auf den nächsten Versuch.
Ja, dann haben wir jetzt erstmal eine Grundform. Ihr habt ja gesehen, wie langsam ich durchgehen musste, weil die Schicht ist doch mit 5,5 cm relativ dicke. Da wäre es vielleicht wär besser, wenn ich in 2 Tage eher bei ihr gegangen wäre mit Sägen. Aber die Grundform vom Sägen ist jetzt erstmal so schon ganz gut zu sehen. Wird ja nur neu gefräst, damit die Grundform erstmal richtig da ist. Da werde ich hier auch ganz grob vielleicht schon lang schleifen. Mal gucken, wenn es soweit ist. Aber erstmal ist jetzt das Gesichte und das breite Sägeband. Ihr musstet ja sehen, damit ich immer so vor und zurück bin. Das ist, wenn ich denn die Kurven leichte. Denn das breitere Sägeband, das ist normalerweise nur für glatte Schnitte hauptsächlich gedacht und nicht für um eine Kurve. Da ist das schmalere. Aber wenn man dann das Werkstück vor und zurück bewegt, kann man das in der Kurve auch immer ein bisschen ausjustieren. Gut, soweit erstmal dazu.